Sanierung, das ist eins dieser Angstwörter für Berliner Mieter. Sanierung klingt nicht nur nach neu und besser. Sanierung klingt für viele vor allem erstmal nach Mieterhöhung. Und in der Tat kann der Vermieter manche Kosten unter bestimmten Voraussetzungen auf den Mieter abwälzen. Er muss es aber nicht. Und eine Berliner Wohnungsgenossenschaft macht vor, wie es besser und sozialer geht. Die 30er-Jahre-Häuser in der Schwelmer Straße in Lichterfelde sind wahre Energiefresser. Auch die Ausstattung genügt nicht mehr heutigen Ansprüchen und so wird jetzt saniert. Und zwar umfassend. Hier in den 30er-Jahre-Gebäuden wird eine Kernsanierung durchgeführt. Das heißt, die gesamte Haustechnik, die Sanitäranlagen, die Heizung werden komplett erneuert. Die Fassaden werden komplett gedämmt und Dach und Keller. Nur Dämmen und neue Heizkörper rein, das reicht meist nicht, um die Sanierungskosten zu kompensieren. Deshalb kommt hier ein völlig neues Energiekonzept zum Einsatz. In erster Linie beziehen wir die Wärme aus der Abluft. Die zweite Energieform ist Solarthermie aus solarthermischen Anlagen, die wir sofort nutzen können, die wir aber auch zwischenspeichern können in einen kurzfristigen und langfristigen Speicher. Und die dritte Energieform ist eben dieses, über diesen Erdspeicher Geothermie, die wir auch integrieren können in unser Konzept. Die Häuser versorgen sich dann selbst. Teure Energie muss nicht mehr zugekauft werden. Aber die Generalsanierung kostet erst einmal eine Menge Geld. Bisher zahlten Mieter 7,94 Euro Warmmiete pro Quadratmeter. Bei 32 Quadratmetern macht das 254,08 Euro. Nach der Sanierung könnte die Miete rechtlich zulässig auf 12,92 Euro je Quadratmeter angehoben werden. Die Wohnung würde dann über 413 Euro kosten. Das will die Genossenschaft ihren Mitgliedern nicht zumuten. Deshalb legte sie die Warmmiete auf 8,25 Euro je Quadratmeter fest. Die sanierte Wohnung kostet damit 264 Euro, gerade 10 Euro mehr als zuvor. Wie ist das möglich? Das autarke, regenerative Energiekonzept, was uns durch den derzeit hohen Verbrauch in den Gebäuden natürlich ermöglicht, rund 1,50 Euro pro Quadratmeter schon allein bei der Energie einzusparen. Der andere Bereich ist natürlich der genossenschaftliche Bereich, wo wir im Rahmen unserer gesamten Wohnanlagen auch quersubventionieren. Zum Beispiel durch die Schaffung neuer Wohnungen auf den sanierten Häusern. Diese Dachgeschosse werden dann schon mal für 9 Euro kalt je Quadratmeter vermietet. Nicht nur der stabilen Mieten wegen hat es in der Siedlung keine Proteste gegen die Sanierung gegeben. Die Mieter wurden von Anfang an in den Prozess einbezogen. Für die Zeit der Sanierung wurden Ersatzwohnungen im Umfeld angeboten. Es gab zwar zwischendurch immer wieder mal Tränen aus der Panik heraus. Was passiert bloß? Was kommt auf dich zu? Aber ansonsten war alles ganz prima. Über 800 Wohnungen will die Genossenschaft in den nächsten Jahren so sozialverträglich sanieren.